Die letzte Januarwoche vor 15 Jahren. Oft mussten wir auf schneebedeckten Straßen zum Dreh fahren. Gedreht wurde im Schnee. Beispiele gefällig? Skiheil heilte es am 27. Januar 2005 vom Ziegenberg in Zwönitz herunter. Anlass war die Einweihung des Skiliftes am Anlaufhügel. Ein Nachtwächter, der in Zwönitz Urlaub macht, sprach im Beisein von Bürgermeister Uwe Schneider und des Zwönitzer Nachtwächters die Laudatio für den neuen Lift. Bis einst der Michnik in der Skihütte danach fragte und der Stürzel Bernd ihm sein Leid dann klagte. Insgesamt waren ca. 10.000 Euro in den 105 Meter langen Zusatzlift geflossen. Ein Lift mit einer Länge von 240 Metern war schon vorhanden. Aus Markersbach wurde am 29. Januar 2005 vermeldet, die Hundsmarter Trasse ist fertig. Das Hundsmarter Weibel und der Hundsmarter Gust schnitten vor 15 Jahren das Startband durch. Ab Parkplatz Oberbecken-Markersbach wurde seinerzeit eine unabhängige Trasse zur Präparierung von Loipen in Richtung Tellerhäuser gebaut. Damit wurden die Voraussetzungen für den Einsatz eines Pistengerätes geschaffen. Am letzten Januarwochenende war der SSV Geier Ausrichter der Sachsenmeisterschaften im Spezialsprunglauf und in der nordischen Kombination. Den besten Nachwuchsathleten aus dem Freistaat wurden optimale Wintersportbedingungen geboten. Für sie war der Wettkampf auf bzw. um die Schanzen im Greifenbachtal der Saisonhöhepunkt. Gedreht wurde vor 15 Jahren auch am Paulusberg in Neudorf. Dort war einen Monat zuvor der Skilift wieder in Betrieb gegangen. Im September 2004 begannen die Arbeiten am 550 Meter langen und 700 Euro teuren Doppelschlepplift. Am 4. Dezember 2004 wurde er für die Wintersportler freigegeben. Und auch das bot der Winter vor 15 Jahren. Skiskiing in Grünhain. Der Wettbewerb war Auftakt zum Sachsenpokal. Er wurde am 30. Januar 2005 erstmals auf dem Freigelände hinter dem Freizeitpark der Klosterstadt ausgetragen. Über 30 Teams gingen vor Hunderten von Zuschauern in verschiedenen Klassen an den Start. Neben den traditionellen Hängern auf Skiern wurden von den Motorschlitten 2005 auch Skisportler auf Skateboards gezogen. Doch dem Winter ohne Schnee kann man freilich auch Gutes abgewinnen. Verkehrsbehinderungen wie vor 15 Jahren wegen Neuschnee und Glätte bleiben uns heuer erspart.